herzlich willkommen zum fünften Video-Update von Tag 501 oder besser bekannt als Casanova und mir. Nun ist schon wieder ein bisschen Zeit ins Land vergangen und ja, meine Liebe zu Kasi wächst und wächst jeden Tag aufs Neue. Auch wenn wir ab und zu beide, glaube ich, uns auf die Probe stellen gegenseitig, liebe ich es einfach, mit diesem jungen, motivierten Pferd zu arbeiten. Und natürlich haben wir immer mal wieder diese ganzen Desensibilisierungsdinge wieder in unseren Trainingsablauf mit eingebaut, damit er einfach da eine Routine bekommt, dass es für ihn völlig normal ist, dass ich ihn mit den ganzen verschiedenen Gegenständen abstreiche und dass er da immer cool und gelassen bleibt. In der ersten Zeit nach unserem letzten Video-Update haben Casanova und ich auch noch weiter beim Reiten zusammengearbeitet. Auch in der Nachgiebigkeit, dass er einfach immer feiner wird und diese ganzen Hilfen noch viel besser verstehen kann. In Vorbereitung natürlich auf die Arbeit unter dem Sattel. Und ich war wirklich erstaunt, was für tolle Fortschritte der Casanova unterm Sattel gemacht hat. Der lässt sich also wirklich in alle Richtungen ganz, ganz leicht lenken und wenden. Gibt nicht nur lateral sehr gut nach, sondern hat jetzt auch angefangen, immer mal vertikal nachzugeben. Und auch die ersten Male im Trab unterm Sattel haben wir also wirklich ganz, ganz toll gemeistert und da bin ich super zufrieden damit, wie er sich da jetzt entwickelt hat. Wir hatten zwischendurch so ein kleines Problemchen und genau deswegen habe ich das Reiten jetzt nochmal einfach hinten angestellt und lasse ihm da einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Er ist ja auch noch wirklich ein sehr junges Pferd mit seinen 4 Jahren und hat ja auch alle Zeit der Welt, aber der macht wirklich einen tollen Job. Die nächste Zeit wird einfach bringen, ob wir die Reitausbildung noch weiter verfolgen oder ob wir das ganze Thema erstmal pausieren lassen. Das entscheiden wir jetzt einfach im Laufe des weiteren Trainings. Ja, wir hatten unser erstes öffentliches Training mit so circa 40 Zuschauern. Bisschen Regenwetter, aber das hat uns nicht davon abgehalten, dass wir all den begeisterten Leuten zeigen konnten, was für ein tolles Pferd der Casanova ist. Und der hat sich wirklich ganz, ganz vorbildlich und musterschülermäßig da gezeigt. Und alle waren wirklich sehr erstaunt darüber, wie fein und wie gelassen der Casanova mit seinen 4 Jahren da die ganze Aufgabe gemeistert hat. Und ja, wir waren alle sehr zufrieden und es war sehr interessant auch, einfach die Gespräche mit den Leuten zu führen über die Mustangs und warum es so wichtig ist, dass auch du ein Teil des Mustang-Makeovers bist. Hier möchte ich einfach nochmal auf den Livestream hinweisen. Sicher dir dein Ticket, dann kannst du ganz entspannt von zu Hause aus alle diese Trainerteams in Aachen sehen. Hier sehen wir den Applaus, den wir geübt haben und dass Kasi das wirklich super gemacht hat. Und ja, sei auch du live mit in Aachen dabei. Für mich war es einfach wichtig, den Kasi an diese Geräuschkulisse zu gewöhnen. Und was eignet sich da besser als 40 tatkräftig klatschende Menschen? Ich habe auch fleißig mitgemacht und wie man sieht, guckt der Kasi zwar ein bisschen, aber lässt sich da nicht ganz davon beeindrucken. Ich glaube, der hätte noch ganz viele Menschen mehr gebrauchen können. Des Weiteren habe ich auch an seiner körperlichen Kondition gearbeitet. Hier seht ihr zum Beispiel, wie schön er mit den Balancepads arbeitet. Ich habe aber auch mein Training auf unebenes Gelände verlegt und lasse ihn da an der Longe locker die Hügelchen hoch und runter traben, damit er einfach ein besseres Körpergefühl bekommt. Und natürlich auch für den Muskelaufbau ist das eine super Geschichte. Genauso wie diese gemeine Übung hier rückwärts den Berg hoch. Das gibt nicht nur Bauchmuckis, sondern auch die Hinterhand wird aktiviert und die Koordination wird verbessert. Genauso auch bei den Steilhängen hoch und runter. Hier ganz kontrolliert und langsam, das war mir am Anfang wichtig, dass wir das geordnet machen. Und er hat dann aber wirklich einen Spaß entwickelt dabei und ja, der darf natürlich nicht fehlen. Und da habe ich ihn auch mal gelassen und gesagt, okay, wir können das Ganze auch eine Gangart schneller oder zwei machen. Und wir hatten beide viel Spaß dabei. Die letzten 2 Wochen hat der Casanova auf der Wiese verbracht und ich habe ihn einfach nochmal Pferd sein lassen. Ich habe ihn nicht groß angeguckt und habe ihn da mit seinen Pferdekumpels einfach ein bisschen
ja, zur Ruhe kommen lassen. Das war mir ganz wichtig. Und jetzt haben wir seit 2, 3 Tagen mit dem Training wieder angefangen und haben als erstes das Thema Verladen in Angriff genommen. Und wenn du sehen möchtest, wie ich das erarbeite, dann schau jetzt in die Mustang Makeover Mediathek. Sicher dir den Zugang und du kannst ganz viele lange, tolle Update-Videos von den anderen Trainern und von mir sehen. Und dann kannst du schauen, ob das Verladen von Anfang an so funktioniert hat oder ob es vielleicht das ein oder andere Problemchen gibt. Ich hoffe, euch hat mein Update oder unser Update gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr werdet Teil unserer Reise. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Casanova und Janelle.